du in der Halle 800 Grad? Oder? Ja, ist so warm in der Halle. Ja. Ja, wunderbar, ne? Wir haben uns belohnt für viel Arbeit, die wir reingesteckt haben, auch im ersten Satz. Wir spielen gut. Ja, wir spielen gut. Von hinten raus wird es für die nicht einfach. Was passieren wird, ne? Also erstens, so, wir freuen uns kurz, schnaufen einmal kurz durch und dann geht's weiter. Weil, ja, okay, wer weiß, was heute möglich ist. Ja? Wir müssen darauf vorbereitet sein, dass die jetzt natürlich mit ein bisschen Wut rauskommen. Das heißt, die werden im Aufschlag versuchen, ein bisschen Gas zu geben, uns da unter Druck zu setzen. Wir nehmen bisher sehr gut an, ja, halten die Annahme und schlagen selber sehr, sehr gut auf. Ja? Von daher, das ist bisher der Schlüssel zum Erfolg und genau daran müssen wir weitermachen. Okay? Wir spielen Ball für Ball, wir spielen, ne, Zuschauer, wie gesagt, ich finde, also wir spielen jetzt zwei Sätze lang sehr, sehr gutes Volleyball, versuchen den Fokus halt oben zu halten und dann Ball für Ball. Ja, da gibt es nichts zu sagen. Auf geht's. Alter, los. 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 Schön, dass warm ist wenigstens. Ja. Es ist immer noch sehr, sehr schwer zu beschreiben. Ich glaube, wir haben alle darum gekämpft. Wir haben alle das Nötige getan, wenn nicht sogar noch mehr. Ich kann keinen aus dem Team nennen, der nicht seine Leistung vollbracht hat. Und ja, bin super stolz auf die Mannschaft. Let's go, let's go, let's go. Let's go.
mega geil. Also da sieht man mal, was Fans dann auch am Schluss bewirken können. Und nochmal mega Respekt und vielen Dank an alle, die uns da supportet haben.
fünften Satz starten wir mit einer guten Serie, sind ein bisschen vorne. Dann war schon, konnte man mal dran glauben, dass wir vielleicht das Spiel sogar gewinnen können. Es war auf jeden Fall super geil. Wir hatten eine geile Atmosphäre und ich glaube auch, dass wir als Mannschaft einfach dran geglaubt haben. Und ja, wir haben es geschafft, Berlin zu bezwingen. Und haben natürlich auch deren Fehler sehr gut ausgenutzt, was dazu geführt hat, dass wir selber Schwung bekommen haben. Und dann irgendwann kam der Moment, wo wir alle dran geglaubt haben. Und da haben es, glaube ich, hatten wir das Quäntchen mehr Glück als Berlin. Es hat von Anfang an auf dem Platz einfach mega Bock gemacht. Wir haben alle unser Ding einfach gemacht, waren mega fokussiert und haben die Halle mitgenommen und dann glücklicherweise am Schluss auch gewonnen.